Nicht in dem Zustand, in dem die Gruppe gerade ist. Ich meine, klar, vielleicht hätte ich es mit Biegen und Brechen doch irgendwie geschafft, aber mit einem paralysierten Glutexo kommt man nicht wirklich weit in dem Spiel. Jedenfalls nicht, wenn man gerade so in dem Zustand rumhockt wie ich und einfach mal an sämtlichen Arenen vorbeiläuft, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, als mal nach Süden zu latschen. Ich habe mir aber schon irgendwie zum Ziel gesetzt, heute noch einen Orden zu holen in der Aufnahme. Von daher mal sehen, welcher es wird. Und wir brauchen ja keinen Schaufler, denn wir haben ja, ne? Nu! Wir nun mal nachgucken, wie es Drop geht. Okay, Drop hat noch gar nichts gemacht, aber ist verständlich, weil wie hätte es das sollen? Ich bin jetzt Miraculous und laufe durchs Gras. Wow, habe ich überlebt. Hätte er sein können. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Psychofrau. Eindeutig Psychofrau. Möchte kämpfen. Setz Taubsi ein. Scheiße. Los, Lou. Das weckt in mir den Jeff Goldblum. Windstoß. Los, Teratox, überlebst du. Gut, und jetzt eine Hornattacke zum Konter. Wie kann das sein, dass die alle uns quasi nur knapp unterlegen sind? Das ist doof. Von diesen Ruckzuckhiebe nerven, sowas von. Und das verstehe ich nicht. Erst wird einem die Hälfte abgezogen und dann nicht der Rest. Lu erreicht Level 15. Teratox erhält 91 und es passiert nichts. Ich möchte wechseln. Natürlich möchte ich wechseln. Und zwar kriegt Mew jetzt mal was ab. Die entwickeln sich relativ schnell dafür, dass irgendwie nichts passiert. Kann das sein? Mew? Nee, vergiss es. Teratox? Nee, Aaron. Teratox nimmt viel zu schnell Schaden hier oben. Das ist doof. Ich muss vielleicht wirklich einmal mal ins Gras laufen und dann hoffen, dass ich da irgendwie genug kriege, um den halt mal auf 20 hoch zu pushen. Aber dazu will ich jetzt erstmal nach Orania City, damit der Vor- und Zurückweg nicht zu lang wird. Nein. Ein Sandwirbel und Aaron ist außer Gefecht gesetzt. So eine Scheibe. Komm, einmal treffen. Nein. Fu, geht doch. Alter, du hast nicht nur einen Vogel, du hast drei. So viel zu Psychotante. Weißt du was? Das versuche ich jetzt mal. Ey, Mistvieh. Upsi. Los, Sandwirbel! Finde ich lustig, wie Mew immer noch die gleiche Farbe beibehält. Soll es Sandwirbel machen, damit das Viech nicht mehr trifft? Ist doch einfach. So, und jetzt ruckzuck die Mew. Haha! Au. Teratox, los! In der Hoffnung, dass du das irgendwie geschaukelt kriegst, ohne drauf zu gehen. Wenn ich es auch nicht schlimm, Orania City ist nur ein paar Schritte entfernt.
Alter, du Mistvieh, hast genug Sand in den Augen, um damit irgendwie 3 Nächte lang Sandmann zu spielen. Hör auf zu treffen. Geht doch. Teratox Level 18. Geht doch. Das hat nicht ganz geklappt. Ja, nicht ganz. Lass mich doch einfach gehen. Hörte ich davon jemanden, hörte ich da jemanden vom Kämpfen sprechen? Nein, das musst du dir eingebildet haben. Alter, spiel weiter Mr. Goody Two Shoes, verteil Kekse und hetz keine Habitax auf mich. Lu, töte es. Ah, verdammt, Mew wäre eigentlich dran gewesen. Egal, Lunterion, los. Au, gleich mit Schnabel zuhauen, na, du bist ja einer. Nein. Nein! 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 Ah, jetzt kommt der Volltreffer, ja? Jetzt brauchen wir ihn aber nicht mehr, Lunterion. Ja, ich möchte wechseln und zwar möchte ich zu Mew. Nein! Kein Radikal, alles nur kein Radikal. Aaron, los! Ja klar, ruck zu. Mach irgendwas. Hauptsache du kriegst irgendwie mal langsam wieder eine Attacke dazu. Kein Hyperzahn. Kein Hyperzahn ist schon mal gut. Zum Glück ist die Ratte strohdoof. Mew at its best. Boah, Orania City! Pokémon Center. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Klar doch! Stimmt, mir fehlt ja einer. Danke, wieder top fit, bla bla bla. Jederzeit vorbeikommen, klar. Wer bist du denn? Es stimmt, dass mein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Ja, allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Daher gibt es kein Universal-Pokémon, außer Mew. Das ist das universalste Pokémon, wo es gibt. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Muss aber viel Kraft gehabt haben. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Naja, weiß ich. Na, ah, jetzt steht doch endlich mal Bills PC da. Kann ich irgendwas mitnehmen? Achso, ich habe wirklich Sachen abgelegt. Krass. Nein, warte. Ablegen. Ich würde, was würde ich denn gern ablegen? Wie, was? Ich hab, wann habe ich denn 10-mal Schutz gekauft? Na egal, brauche ich später. Das Nugget lege ich mal ab. Cool. X-Spezial brauche ich auch nicht. Cool. Hast du gesehen? Die MSN ankert im Hafen. Ja, ich habe ein Ticket. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch? Ja, total gerne. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. David S. erhält eine Angel. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Alles klar. Davon könnte sich die Welt heutzutage mal was abschauen. Du kommst irgendwo vorbei und jemand checkt dir was. Super. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigen Dreck wohlfühlt und entwickelt.
Hey, was machst du hier? Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Mashok. Ein Mashok ebnet das Land. Na, dann machen wir Mashok. Da oben ist das Land. Los, nach hinten. Geh, geh, geh. Geh doch. Braves Mashok. Besitzt du ein Habitak? Willst du es gegen mein Porenta tauschen? Nee, ich hab kein Habitak. Schade. Wo kriege ich eigentlich Habitaks her? Schon mal versucht, eins zu fangen, aber irgendwie noch keins gefunden. Da oben, Habitak. Gebiet. Joa, überall da, wo ich vorher mal war. Pokémon-Fanclub. Alle Pokémon-Fans sind willkommen. Ein Jurob. Ein typisches Fan-Pokémon. Hat mein Pikachu nicht einen wunderschönen Schweif? Meine Güte! Mein Jurob ist viel hübscher! Der Vorsitzende redet gerne über Pokémon. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu erfahren? Ja. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und sehr aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es, wenn es schläft, warm und kuschelig. Spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Ich muss jetzt ins Zimmer und darf mein Taschentuch packen nicht vergessen. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. David S. erhält einen Radcoupon. Du erhältst dafür ein Fahrrad. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Galoppa. Ponita ist aber auch nicht schlecht. Das hier war die Porenta-Tante, ne? Ne, war nicht die Porenta-Tante. Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie ich höre, stiftet das Team Rocket in Saphonia City Unruhe. In Oralia scheint es sicher zu sein. Taubsi! Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saphonia City im Norden bringen. War viel Spaß. Briefgeheimnis for the win. Okay, ich muss mal kurz resümieren. Ich hole erstmal das Fahrrad ab, ne? Das macht einiges einfacher. Da können wir vielleicht Drop auch gleich noch ein bisschen aufpowern und dann geht's los. Aber unsere Mobilität steigt gerade von Folge zu Folge. Das ist was Schönes. Lauf entlang den langen, langen, langen Gang. Hierfür habe ich kein Lied.
für die andere Melodie auch nicht, aber... Egal. Vielleicht sollte ich mal Lieder dazu schreiben. Denn ähnlich wie der Retro-Rage-Song kommt da irgendwo in der Pokeweg-Song. Hey, du Penner! Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. David S. tauscht den Radcoupon gegen das Fahrrad. Ich hätte gern eins in Rot mit rosa Schleifchen. Denn nicht...